Freunde, willkommen zu einem neuen Video von Gemstone Legends und in dem Video will ich mich den Helden des Imperiums widmen. Ja, wer ist da gut, was können Sie, was ist meine Einschätzung und so weiter. Sofort, das machen wir alles. Ähm, wieder mal wie vor jedem Video einmal ganz kurz der Hinweis. Ne? In der Beschreibung, da ist ein Link, wenn du dir das Spiel über diesen Link runterlädst, dann... Ähm, Kriegst du, wenn du dann den Code eingibst, Raute Archon 2020 Raute im Spielchat, innerhalb von drei Stunden, nachdem du dir das Spiel gedownloadet hast, über den Link, ähm, kriegst du ein Willkommenspaket im Wert von 50 Euro. Ja, das beinhaltet diese Sachen: Münzen, 2 Millionen Münzen, äh, 20 Goldschriftrollen, 30 Silberschriftrollen, 500 Edelsteine halt im Wert von 50 Euro, ist ein super ähm, Start in dieses Spiel und ähm, haben schon einige oder ja, einige genutzt. Wir sind jetzt äh, bei drei Allianzen, ja, auch da, ähm, wenn da Interesse besteht, wir haben eine große Allianz, äh, ich sag jetzt mal, das muss ich noch alles finden, eine, die, die Gründungsallianz praktisch, ne, das ist so die, die erste in der Rangfolge, dann haben wir eine zweite und eine Aufbauallianz. Also ist für jeden praktisch für jeden Karrierelevel was dabei. Wer noch eine Allianz sucht oder wer neu in das Spiel reinkommt, der kann da natürlich gerne vorbeischauen. Ähm, vielleicht kurz einmal Bescheid sagen, dass er durch mich dahin gekommen ist und sowas. Dann ist die Aufnahme einfacher und man, man weiß schon, woher der, der diese diese Person kommt, ja, oder woher du kommst. Und ähm, das ist zumindest dann von Vorteil. Ähm, genau, das erstmal dazu. Aber das findest du alles in der Videobeschreibung. Da steht das alles nochmal. Ähm, nur ich will es einmal wieder sagen, weil ich merke doch viele Leute, die äh, gucken sich die Videobeschreibung nicht an, obwohl da oft sehr nützliche Dinge stehen. Ja? So, und jetzt sind wir. Das Imperium, ja. Wir hatten in der letzten Folge, sage ich mal, die dunkle Gefolgschaft. Jetzt gucken wir uns das Imperium an. Wir sehen, es sind schon mehr Helden. Ähm, wir haben keine gewöhnlichen. Das heißt, aus dem Imperium gibt es keine Einsterne-Helden. Wir haben Zwei-Sterne-Helden. So, man sieht schon, die ganzen Zwei-Sterne, die hatte ich alle schon, ja. Ähm, die Attentäter, das sind jetzt natürlich, und darf sich jetzt wirklich nicht wundern, das sind eigentlich Zwei-Sterne-Helden. Diese Werte sind jetzt. Ähm, wenn er auf 6 Sterne ist, weil du kannst ja jeden Helden ja, bis auf 6 Sterne hochbringen. Ähm, das sind jetzt die Attentäter, fügt einem einzelnen Feind äh, Schaden zu, auf dem äh, basierend auf dem Angriffswert 100% Chance für drei Züge Blutung zuzufügen. Ähm, ein kritischer Schaden erhöht um 20%, ne? manche Sachen sind immer noch auf Englisch. Äh, wenn du die Videos vorher gesehen hast, weißt du warum und so weiter. Ähm, Blutung ist eine schöne Sache, aber ich, ne wir können ja hier oben auch in dem Reiter weitergehen. Ähm, Blutung ist eine schöne Sache, aber ich bin eher so für Einfrieren und Stille und sowas alles, ne. Ähm, hier haben wir jetzt das gleiche Prinzip, ne, wieder, wieder Attentäter auf einen Schaden basierend auf dem Angriffswert. Hier sind es jetzt nicht Blutung, sondern hier ist es jetzt äh, Präzision verringern. Ähm. Angriff wird für je 5% Crit-Rate um 35% erhöht. Das heißt, wenn man jetzt so einen Helden skillen würde, mit der Rüstung, mit den Artefakten, sollte man schauen, dass man die, die kritische Rate ein bisschen erhöht, kritischen Schaden und so weiter. Das macht, macht da jetzt am meisten Sinn. Da müsste man dann gucken, was das für Ausrüstungsmaterialien sind, die man dann da braucht. Um den Helden darauf dann zu skillen. Ähm, Agnes macht den Schleichangriff, die macht jetzt gar nichts, macht jetzt nur den Schaden, hat jetzt hier flinke Seele, erhält ein Mana zu Beginn jedes Zuges von Verbündeten, okay. Ja, das ist nicht viel, ähm, aber zu Beginn jedes Zuges, ähm, je nachdem wie lange der Kampf geht, ne, kann das vielleicht irgendwann mal so den Ausschlag geben zwischen ist kurz davor zu laden und ist geladen. Ja. Ähm, Aria auch wieder Attentäter. Das ist jetzt hier für mich ähm, der Beste aus, den, aus der Attentäter-Klasse, ja. Weil einfach hier hast du jetzt zwar nur 50% für, äh, Chance für zwei Züge Stille zuzufügen. Das heißt, der Held macht nichts, er wird übersprungen. Ne? Ähm, das ist eigentlich so mein, mein, mein Stil. Und man sieht. Speed 107, da habe ich jetzt gleich drauf geachtet, 110, 111, 96 hier am Mette, die ist jetzt nicht so schnell im Vergleich zu den anderen, ne? 107 ist dann doch da schon nicht schlecht, crit wird für je 250 Attacke um 5% erhöht, das heißt hier müsste man jetzt auf Attacke auch skillen, logischerweise, ne? weil je mehr Attacke, desto mehr, jetzt desto höher wird die crit die Crit-Chance, dass kritischer Schaden kommt, also da... Auf Angriffskillen würde man wahrscheinlich sowieso machen, weil es halt äh, ein Angriff ist, der auf dem Angriffswert basiert. Ja? Macht also doppelt Sinn. Ähm, dann haben wir Evi, Verborgene Klinge. Äh, auch wieder Angriffswert entfernt, einen positiven Status. Ja, ist okay, ja, aber wie gesagt, für mich immer noch hier Aria von den Attentätern, beste. Speed erhöht um 20, wenn auf 100% Lebenspunkte. Ja, also Health Points. Ne? Ähm, ah, das ist okay. Aber wann ist jemand schon mal so lange immer auf 100 Leben, dass er dann die Speed Points kriegt? Ja? Ist doch eine Sache. So, hier haben wir jetzt die Magier. Auch zwei Sterne vom Prinzip her, von Haus aus. Synthia einem einzelnen Feind Schaden. Schaden zu, basierend auf dem Angriffswert, also wieder auf Angriffsskillen, 100% Chance für zwei Züge Angriff verringern zuzufügen, ist hilfreich. Ja, Wenn du den Angriff schwächst vom Gegner und dann vielleicht zusätzlich noch jemand hast, der bei dir die Verteidigung erhöht, ist das eine gute Combo eigentlich. Äh, jeden Absatz studieren, Genauigkeit erhöht um 15%, okay. Ja, falls da mal jemand beim Gegner da ist, der die, der die ähm, Genauigkeit senkt, kannst du da wieder ein bisschen höher machen. Ist jetzt nicht so gravierend. Ja, ich weiß nicht, ob es gravierend ist, kann vielleicht im weiteren Verlauf des Spiels sein, weil ich bin ja auch noch am Anfang des Spiels. Ja, man wird noch viele Synergien zwischen den Helden rausfinden, aber ähm, so jetzt vom, vom jetzigen Stand aus, den ich habe, ist das jetzt noch nicht ganz so gravierend für mich jetzt im Moment. Ja, kann natürlich sein, dass ich völlig falsch liege. Ähm, Angriffswert basieren wieder auf dem Schaden, also auch wieder auf fünfzig 50% Chance für zwei Züge Verbrennung zuzufügen. Ja, das ist ganz nett. Rundenschaden, ne, stehe ich auch immer eigentlich drauf. Der verhöht um 15%, wenn er auf 100% Leben. Sie muss also irgendwie immer mit einem Heiler zusammenstehen, damit sie immer auf 100% Leben ist. Ähm, ist natürlich auch wieder schwierig, das, das hinzukriegen. Ja, also ist eigentlich dieser zweite Effekt ja, nicht weg, aber schwer zu kriegen. Ähm, Vera, winziger Fluch auch wieder, ne? 100% Chance für zwei Züge Fluch zuzufügen. Ja, dieser Fluch ähm, ist. Okay. Ähm ich würde aber tatsächlich dieses Verbrennen, glaube ich, ähm, über den Fluch stellen. Also, wenn ihr nachdem, was sie jetzt hier noch macht, hält 10 Mana zu Beginn des Zuges. Okay, das ist wiederum besser. Sonst hätte ich nämlich gesagt, hier ist äh, Sarah besser mit dem Brennen überrunden. Aber äh, ihr begrenztes Potenzial ist halt wirklich sehr begrenzt. Deswegen ist eigentlich Buch der Weisheit halt hier mit den 10 Mana sogar besser der zweite Effekt. Also wahrscheinlich eher Vera vor Sarah meiner Meinung nach. So, dann haben wir Megan. Megan fügt nur Schaden zu, also nichts Besonderes. Das Buch nach seinem Einband beurteilen. Angriff wird um äh, erhöht um 15, wenn 100% Leben ist. Okay, also hier ist eigentlich, Megan ist für mich am wenigsten lukrativ, ja. Ähm, nur Schaden, keinen Zusatz wie brennen, Fluch oder sonst was. Ähm, und ist wieder darauf abhängig oder davon abhängig, dass 100% Leben ist. Tricky, ja? Wird man sehen, hat äh, links, links wahrscheinlich auch. Lass mich dich lernen. Naja, hier ist sogar nur Speed erhöhen um 10%. Das ist schon mal gut, ja. Speed ist immer wichtig. Und 30% Chance für zwei Züge Tempo verringern zuzufügen und macht den Schaden. Also hier, links, links, wie auch immer, für mich von den Magiern hier, von den Mädels, die beste. Ja, muss ich wirklich sagen, weil sie erhöht zum einen, haben wir gerade gesehen, den Speed bei, ist das nur bei sich oder bei allen? Erhöht Speed um 10, ist für mich für alle. Ähm, das heißt, du bist schneller dran und sie hat zusätzlich halt, sind nur 30%, ja, aber es ist trotzdem die Chance da, äh, dass der Gegner langsamer wird. Du bist schneller, er wird langsamer, das heißt, du löst mehr aus. Also vom Prinzip her würde ich hier wahrscheinlich link, links nehmen. Und dann ähm, den hier noch. Ähm, Ja hier Vera Links und Vera sind glaube ich da so die meine, meine Favoriten ja so man sieht jetzt hier wir haben hier auch noch von Haus aus sind es jetzt drei Sterne ja die Zwerge ähm, Beschützer Schläger Barfrik ähm, habe ich ja Ein geballte 300 Kilo fügt einem Feind Schaden basierend auf dem Lebens, auf den Lebenspunkten zu äh, ja doch wert ja, zu ignoriert 20% des Defs wert. Ähm, Mantel des Schutzes, Resistenz um 20% erhöht. Okay, resistent ist halt, ne, ähm, gegen Stille, gegen Einfrieren, gegen äh, Verbrennung und Pipapo, ja, also ist, ist wichtig, aber was ich halt hier ähm, gut finde, die sind halt, machen halt Schaden auf, anhand ihres ähm, Lebens, Punkten das heißt, wenn du hier Rüstung gibst, mach immer auf Lebenspunkte. Dass die ganz viele Lebenspunkte kriegen, desto mehr Schaden machen die. Ja? Und er ignoriert sogar 20% des Devs Kann schon viel ausmachen. Ist ein Fünftel, je nachdem, in was für Situation du dich da befindest, kann das entscheidend sein. Ähm, Speed 100. Wenn jetzt mal so die äh, davor nimmt. Ja, hier, die sind natürlich schneller, die Attentäter, aber hier die kleinen Magier-Damen, die sind jetzt nicht so schnell, beziehungsweise sind Ticken langsamer, ja. Das muss man dann immer so ein bisschen abwägen, aber vom Prinzip her wird er hier definitiv bessere Werte haben, weil wir sind jetzt in, dem 3, in den drei sterne kategorien ja. Also hier sieht man auch anhand dieses Blau, dieser blauen Umrahmung, das sind die seltenen, grün ist gewöhnlich und grau ist gewöhnlich, also ein sterne und äh, Lila ist dann episch, da kommen wir gleich noch hin. Also, bafrik ähm, eigentlich solide werde ich wahrscheinlich auch leveln. bjorn habe ich auch. Er ist bei mir jetzt ähm Ende 4 Sterne. Ja, er hat jetzt die Fähigkeit, die Lebenspunkte aller Verbündeten in Gildenbezogenen Kämpfen um 20% zu erhöhen. Gildenbezogene Kämpfe. Ähm. Ich denke, dass da fällt auch der Titan drunter, aber auch in erster Linie die äh, Gildenkämpfe, die halt noch kommen werden. Ja? Also Allianzkämpfe, da wird er noch eine gute Rolle spielen. Unverwundbar, gewährt für drei Züge einem Verbündeten Immunität und Verteidigung erhöhen. Also auch ein ähm, Defensivspezialist, Ja, lieber nicht anfassen, Resistenz ähm, wird für je 1200 Lebenspunkte um 3% erhöht. Das heißt auch wieder auf Lebenspunkte skillen, damit man hier ähm, das Bestmögliche bei der Resistenz raushauen kann. Ähm, Warfas habe ich nicht. Kopfnuss fügt einem einzelnen Feind Schaden basierend auf den Lebenspunkten zu. 100% Chance für drei Züge Betäubung zuzufügen und sich selbst für vier Züge Betäubung zuzufügen. Ja, ähm, das ist wieder so ein typischer Kandidat, der sich selber schadet so ein bisschen. Ne? Ähm, bin ich ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht so traurig, dass ich ihn nicht habe. bisher ähm, meiner Meinung nach der schlechteste von den dreien, die wir jetzt bisher hatten. Der wird für, je, für jeden negativen Status, den ihn betrifft, um 200% erhöht. Ähm, das wiederum ist gut, ne? Ähm, wenn du halt Gegner hast, die viele negative Statuseffekte machen, dann ähm, pusht er sich natürlich selber ein bisschen hoch. Aber. Er löst halt dann kaum aus, weil er betäubt sich ja selber. So, ne? Ist nicht so gut. Ich stehe nicht so auf Helden, die sich äh, selber dann noch schaden. Ja, also deswegen mit Vorsicht genießen. Ogalf? Ne, Oklav. Oklaf. Oklav. den der fährt alle Verbündeten in den Gil Gilmetzungen kämpfen. Okay, kennen wir? Ja, hier sind jetzt äh, auch wieder ne ich Tippe mal auf Titan und auf äh, die Gildenkämpfe, die dann kommen, die äh, Allianzkämpfe, dass sie kommen. Er hält für vier Züge Spot, Das ist eine gute Sache. Spot ist in dem Sinne, dass ähm, nur du angegriffen werden kannst. Ja, also ähm, der Held, den du angreifst, ähm, oder der, ja, der Held kann, der gegnerische Held kann nur dich angreifen. So. So. Ja, so wird ein paar Schuhe raus. Er hält zu Beginn seines Zuges 10% Lebenspunkte zurück. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, jemand, der sich dann gegenseitig noch, so selbst noch ein bisschen heilt, ähm, immer von Vorteil. Und ich mag dieses dieses Spot, ja. Das ist ganz cool. Ähm, schützt so ein bisschen deine Mitstreiter. So und dann haben wir noch Talik. Ähm, wieder Schaden auf auf basierend auf dem Dev-Pferd, okay. 100% Chance für zwei Züge Betäubung zuzufügen. Das ist auch wieder sehr gut. Ja, dreht sich alles so ein bisschen im Kreis, hatten wir jetzt alle schon. Er hält für fünf Züge Verteidigung erhöhen am Anfang jeder Welle. Fünf Züge ist eine Menge. Verteidigung erhöhen, wenn man ihn noch auf Verteidigung skillt. Ähm, weil er macht ja anhand des Devs Werts auch Schaden. Ja, hier. Verteidigung erhöhen ist die Dev. Und äh, Hört eigentlich kein Weg dran vorbei, ihn nicht auf Dev zu skillen. ja, Ganz ehrlich. Ähm, davon profitiert er am meisten. Und ähm, das sollte man definitiv bei ihm machen. So, dann kommen wir weiter zu drei Sternhelden. Tovik. Kräftiger Hauch. Weil ich habe keinen Mundgeruch. Gewährt für drei Züge allen Verbündeten Mana-Hauch. Ähm, haben wir hier noch? Er hält 15 Mana, wenn er Schaden erleidet. Einmal pro Zug. Okay, also es ist mehr so ein ja, Unterstützer. Ich wollte es gerade sagen, ohne dahin geguckt zu haben. Er ähm, ja, unterstützt mit Mana, hat so ein bisschen ähm, natürlich Mana ist der Vorteil, ne? Je mehr Mana, desto schneller dein Mana geladen, desto schneller kannst du deine Specials machen. Ähm, ist halt wirklich Unterstützer in dem Fall, da er nichts Offensives macht. Sollte man hier auch auf Leben und auf Defensive machen, damit er möglichst lange überlebt und ganz viel hauchen kann. Ja. Satur habe ich. Er ist Lebenspunkte-Leader in der Arena. Das heißt, da wird er die Lebenspunkte ähm, erhöht um 20%. 100% Chance für zwei Züge allen Feinden kritische Chance verringern, kritischen Schaden verringern. Gut okay, also senkt in gewisser Weise ein bisschen den Angriff, beziehungsweise die Chancen auf kritischen Angriff. 50% Chance, seine Spezialfähigkeit am Anfang jeder Welle einzusetzen. Das ist natürlich gut. Wenn er das dann auch so macht, wie er es machen soll, ne? dann ähm, ist die Chance, dass du kritischen Schaden kriegst, äh, sehr, sehr gering. Also definitiv auch wieder Unterstützer. Ja? Obwohl, hier ist jetzt Hexer, aber für mich ist das auch eher ein Unterstützer. So, Baldur, Resistenzlieder. Ja, gut wieder in der Arena, also im PvP. Dunkle Geschosse fügt einem einzelnen Feind Schaden, wieder auf Lebenspunkte basierend zu, entfernt zwei zufällig positive Statuseffekte. Okay. Ähm, sollte man dann also vielleicht auf jemanden schießen, der viele positive Statuseffekte hat, sonst wüsste ich nicht, ähm, was das hier denn, äh, für einen Sinn haben sollte, ne? müsste man dann immer gucken, müsste man dann situationsabhängig machen. Ähm, müsste man auf Lebenspunkte skillen, logischerweise. Okay, und er hält 10% Lebenspunkte für jeden Status zurück, der durch seine Spezialfähigkeit entfernt wurde. Das ist natürlich gut, ne? wenn er da zwei immer entfernt, ähm, zwei Zufällige kriegt er immer 20% Leben wieder zurück. Macht ihn dann schwerer ähm, zu killen. Hier würde es sogar theoretisch Sinn machen, ähm, ihn vielleicht auf Speed zu skillen. Damit er sich immer wieder heilt. So. Immer wieder. Man muss natürlich auch gucken, wenn da keine Statuseffekte sind, die er wegnehmen kann. Ähm, beziehungsweise ähm, positive, ja doch, positive Statuseffekte, ähm, passiert halt auch nicht so viel. Ne? Kann er sich auch nicht so viel heilen. So, Floki habe ich nicht. Uh, umgedrehter Fluch, gewährt für drei Züge allen Verbündeten Immunität und Tempo erhöhen. Tempo erhöhen, hat er schon gewonnen, ja. Guter Typ, guter Mann. Um, Würde ich auf Speed auch skillen, damit er schneller drankommt. Um, Def wird für je 10 Speed um 30 erhöht, ja da hast du es. Also macht Sinn ihn auf Speed zu skillen. Aufgrund, oder mit der Rüstung. leider um, zusätzlich seine Def, also läuft. So, Ultan. Ultan habe ich auch. Bin ich eigentlich ähm, zufrieden mit. Äh, 100% Chance für zwei Züge Verteidigung verringern zuzufügen. Also, na, ne, mehr geht nicht 100%. Fügt dann allen Feinden, basierend äh, Schaden basierend auf den Lebenspunktewert zu. Auf Lebenspunkte skillen, desto mehr Schaden macht er. Er verringert vorher die Verteidigung, das heißt, er macht dann auch mehr Schaden. Äh, Genauigkeit wird für je 3500 Lebenspunkte um 5% erhöht. Ne? Er gibt wieder Sinn, du skillst ihn auf Lebenspunkte, weil er daraufhin äh, Schaden zufügt und gleichzeitig hast du den Effekt, dass dadurch seine Genauigkeit erhöht wird. Da er Schaden auf alle macht, ist Genauigkeit wichtig. Ja? Je höher, desto eher trifft er auch alle. Gut, also Ultan, guter Mann, bin ich äh, sehr zufrieden mit bisher. So, dann kommen wir zu den Heilern, Benedikt. Perfekte Ligatur, stellt bei allen Verbündeten 20% Lebenspunkte wieder her, entfernt einen negativen Status. Alles schön. Body, Bilder. Def wird für je 350 Lebenspunkte um 5 erhöht. Also ein Heiler sowieso, macht kein offensive Special, deswegen auf Leben und auf Verteidigungsskillen. Ähm, Genauso ist es hier gemacht, ja. Dass du hier in erster Linie würde ich dann sogar auf Def gehen als auf Leben, weil dadurch kriegst du halt. Ah nee! Eher auf Leben, so, eher auf Leben als auf Def, weil dadurch erhöhst du automatisch die Def mit. Äh, Darius habe ich. Lebenspunkte, Lieder überall. Überall kriegen die Verbündeten mehr Lebenspunkte, 10%. Chirurgische Präzision, gewährt zweimal für vier Züge einem Verbündeten Erholung. Das ist Heilung in dem Sinne. Letzter Wurf, 50% Chance, seine Spezialfähigkeit einzusetzen, wenn er getötet wird. Das heißt, wenn er stirbt. Hat er nochmal die Chance, irgendjemandem Erholung zu geben. War 50, 50 ja. Macht seinen Ruf als Heiler also wieder auch gerecht. So, und jetzt haben wir noch Richard hier. Egeltherapie. Stellt bei allen Verbündeten 15% der Lebenspunkte wieder her. Gewährt für drei Züge Immunität. Sehr gut, geht auf alle. Oder hilft allen. 3% weniger erlittener Schaden für jeden ihm betreffenden positiven Status. Okay, also auch wieder was, was ihn ähm, eher am Le Leben lässt, ne? 3% weniger erlittener Schaden. Ähm, gleiches Spiel wie bei den anderen Defensive und Lebensskillen, beziehungsweise bei dem einen war es erst Leben, dann Defensive, weil das an den Hand geht, ja. Ähm, Santos Wundermixtur stellt bei allen Verbündeten 15% Leben wieder her, Gewährt für drei Züge, Angriff erhöhen. Okay. Auch guter Sache, guter Supporter, guter Heiler. Resistenz wird für den, jeden negativen Status, der ihn betrifft, um 5% erhöht. Okay. Also, wenn er da immer einen negativen Status hat, wird es wird's immer um 5% unwahrscheinlicher, dass er noch einen neuen kriegt, ja, weil er immer resistenter wird. Dann ähm, kann man gucken, ob man ihn darauf skillen will, so ein bisschen auf, ähm, äh, dass er resistent ist, aber da er in erster Linie ja auch wieder heilt, ähm, würde ich auch wieder das gleiche Verfahren machen wie bei den anderen. Dann haben wir noch Thomas, kritische Rate Lieder in der Arena. Ja, kritische Rate Wert wird erhöht um 15%. Ihr werdet für drei Züge allen Verbündeten kritische Chance erhöhen und Tempo erhöhen. Er, macht, er erhöht sowieso schon die kritische Chance und macht es zusätzlich auch noch. Eine gute Sache, ja. Kritische Chance, mehr Schaden. Tempo erhöhen. Leute sind öfter dran. Mit, mehr, mit kritischem Schaden machen sie mehr Schaden, sind öfter dran. Ist eigentlich eine, ähm, eine clevere Kombination. Und 50% Chance, seine Spezialfähigkeit am Anfang jeder Welle einzusetzen. Okay, bei dem anderen war es, wenn er stirbt, hat er 50% Chance. Hier ist es die Chance an jeder Welle. Also, Thomas eigentlich auch ein, ein unangenehmer Zeitgenosse, möchte ich mal sagen. Da ähm, kann sehr viel Schaden bei rumkommen. Kritischer Schaden, Erhöhung und so weiter und so fort. So. Das waren die seltenen. Jetzt kommen wir zu den epischen. Und wir haben Chloe. Muss ich jetzt hier nicht extra drauf gehen. ja. Man sieht hier unten 25% Lebenspunkte-Leader in der Arena. Gibt 25% mehr Lebenspunkte. Leere Hülle. Fügt allen feinen Schaden basierend auf den Lebenspunktewert zu. Also auf Lebenspunkte wie das Gilden. 100% Chance für drei Flüge, für drei Fluge Züge zu erhöhen. <laughs> für drei Züge Flug zuzufügen. Entfernt einen zufälligen positiven Status. Okay, die leere Hülle. Kann Edelsteine viermal anordnen. Edelsteine viermal anordnen. 15% Chance einem Feind für jeden Treffer mit Edelsteinen. Edelsteine sind jetzt ähm, die Teiler am Bord, denke ich mal. Ne? Okay, kann viermal anordnen. Ah, wir haben ja normalerweise vier, äh, drei Züge, wo wir äh, Moves machen können. Vier Züge anordnen, heißt wahrscheinlich, wir haben einen Zug mehr. Lese ich ehrlich gesagt zum ersten Mal. ja Müsste man dann gucken. Wer, wer Chloe hat, kann es ja mal reinschreiben, ob das so ist, wie ich es vermute. Ähm, ist okay, ja. Also ist jetzt nichts, nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Speed ist auch nicht so schnell. Haut mich jetzt nicht so vom, vom Hocker. Soliana, Speedleader überall. Speedleader überall hat schon gewonnen, ja, ist schon geil. Ähm, 12% Speed erhöhen, eine super Sache. Fügt allen feinen Schaden basierend auf dem Angriffswert zu, also auf Angriffsskillen in erster Linie. Natürlich auch wieder so ein bisschen gucken, wo man den Fokus drauflegen will, ne? Ob Def oder nicht. Äh, 100% Chance für Einzug Verbrennung zuzufügen, das ist gut. Erhält 35% Mana zu Beginn jeder Welle. Erhält 5 Mana, wann immer ihre Spezialfähigkeit. Ah. Okay. Also könnte man sogar noch vielleicht äh, Mana gain ein bisschen machen, dann kriegt sie noch mehr Mana. 35 Mana zu Beginn jeder Welle. zum Überlegen, das ist äh, mehr als ein Drittel. Das ist schon enorm. Das ist schon enorm. Und ähm, erhält zusätzlich dann noch, wenn sie ähm, jemanden Verbrennung zufügt und sie macht ja 100%. Das heißt, es kommt immer diese Mana, das Mana dazu. Also hier. Oh, das ist schwer. Du kannst sie auf Speed skillen, aber ich würde tatsächlich dann vielleicht sogar hier auf Mana und auf Schaden gehen. Weil sie skillt ja automatisch schon, schon Speed. Oh, die ist so gut, ich wüsste gar nicht, wo ich skillen sollte, ganz ehrlich. Ähm, für mich bisher beste. So, Aurelia. Schwächender Sturm. Einzelner Schaden auf Angriff wert. Angriff verringern, Tempo verringern. Okay. Das ist auch wieder gut. Tempo verringern, ne? Für drei Züge, das ist gut. Ähm. Den Feind, den man dann trifft, da müsste man dann wieder gucken, welcher gegnerische Feind ist als nächstes dran. Den dann auswählen, ne? Dann wird der erstmal schön nach hinten gepackt. Oder der, der am gefährlichsten ist. Ne? Ähm. Autarke Magie erhält Angriff erhöhen für einen Zug zu Beginn ihres Zuges, entfernt alle negativen Statuseffekte, wenn sie zu Beginn ihres Zuges unter 30% Leben ist. Ja, gut, das will man natürlich äh, vermeiden, dass sie so weit unten ist, aber wenn sie so weit unten ist, ähm, alle Status, negativen Statuseffekte weg. Das ist gut. Ähm, definitiv Aurelia auch besser als Chloe, aber an Soliana kommt bisher noch keiner ran. Gucken wir mal, ob Victoria daran kommt. Auch Speedleader 17%. Schon mal mehr als Juliana. Also. Wir haben sie übersprungen. Wir, wir kümmern uns gleich um die andere. Ähm, schon mal besser als Juliana. Äh, Eisstalaktit. am einzelnen Feind schaden zu. 100% Chance Einzug einfrieren. Das ist geil. Ja. Das, auch wenn es nur ein Zug ist, einfrieren ist immer gut, wird der Gegner übersprungen. Eisherrscher, 30% mehr Schaden, wenn ein Feind von einfrieren betroffen ist. Immun gegen einfrieren, da ist auch sehr gut. Okay, also Victoria und Soliana bis der besten aus der Kategorie hier. Celestia, fügt er am einzelnen Feind Schaden, basierend auf dem Angriffswert zu. 100% Chance für 4 Züge Tempo verringern zuzufügen. Okay, die ist auch nicht schlecht. Hat leider keine Liederfähigkeit, ja, deswegen ist die wahrscheinlich erstmal unter Victoria und Soliana. Aber Attack wird für, Angriff wird für je 20% Genauigkeit um 10% erhöht. 100% Chance zu Beginn ihres Zuges für einen Zug allen Feinden Farblindheit zuzufügen. Ähm, Farblindheit ist, dass ähm, wenn jetzt ein lilaner Held mit lila Steinen kommt, dass die lila Steine weniger Schaden machen, soweit ich weiß. ne? das Farbblindheit meine ja. Es sind so viele neue Begriffe, ähm, weil du halt auch noch viele Helden nicht hast, ja, deswegen, deswegen weißt du teilweise auch noch nicht genau, was die was die genau machen. Ähm, und im PVP bin ich ehrlich da da äh, vergesse ich manchmal wirklich nachzugucken. Ja, also ähm, mir das dann erstmal alles da durchzulesen, das mache ich manchmal bei zwei, drei Helden und dann bei den anderen vergesse ich es dann irgendwie wieder. Ähm müsste man noch mal genau gucken, aber ich meine, dass ich da richtig die 50/50 Chance, 50 Chance, da ich schon richtig liegt. Ähm, also hier Soliana, Victoria und ähm, Celestia. Das sind so meine drei Top-Leute. Wahrscheinlich Victoria sogar noch eher vor Soliana. Aber die sind gut. Schade, dass ich davon noch keinen habe. Ja, jetzt kommen die legendären, ja. Ähm, Alexander, Defleader, überall. Ja, geht schon mal voll auf Defensive der Typ. Unbeugsamer Wille, gewährt für vier Züge Spott, Verteidigung erhöhen und Widerstand erhöhen. Gut, er zieht alles auf sich, erhöht selber noch seine Verteidigung. Bleibt eigentlich, kommt es nicht drum, um ihn auf Verteidigung zu skillen, ja. Entschlossenheit, 25% Chance, 5% Lebenspunkte wiederherzustellen, wenn er Schaden erleidet. 20% weniger erlittener Schaden bei weniger als 50% Lebenspunkte, ja. Defensivmonster, ja. Außer nicht auf Angriffsskillen, auf Defensive, alles was mit Defensive zu tun hat. Da würde ich machen. Resistenz vielleicht noch, äh, defensive Lebenspunkte, alles, was du da kriegen kannst, was defensiv ist. So, sein Bruder Leopold. Äh, Lebenspunkte-Lieder. 30% Lebenspunkte mehr, das ist viel. Ganz ruhig, Freund. Opfert 75% der aktuellen Lebenspunkte des Helden, um einen Verbündeten mit 25% Lebenspunkte wiederzubeleben. Okay. Ah. Schadet sich wieder selber, ja. Da, da klingeln schon meine Alarmglocken. Hm. 33% Chance zu Beginn als eines Zuges dem Verbündeten mit dem niedrigsten Lebenspunkte-Prozentsatz für drei Züge Verteidigung erhöhen, effektieren und Immunität zu gewähren. Resistenz und Def werden bei 100% Mana um 25% erhöht. Ah, oh, viel Text, ja. Ähm, aber auch wieder. Ähm, ich würde ihn jetzt unter die Kategorie, ja. Hier ist er jetzt Beschützer, Wächter. Ich würde aber auch als äh, Supporter so ein bisschen, ne. Also. Kümmert sich um seine Nebenleute, ähm, mit der einen Sache, mit dem Wiederbeleben, ist eine coole Sache, ja. 75%, dass er sich da schadet, also ich glaube, in Kombination mit Leopold sollte man definitiv einen Heiler mitnehmen, ähm, weil wenn er das dann macht, dann ist er ja schon relativ down zu so drei Viertel, ja. Ähm, wenn man dann den Heiler macht, dann ist das noch ganz gut. Ähm, und man kann natürlich den, den er wiederbelebt. Warte, wie viel war das? Ach so, ist, ist gewährleistet, die ist ja wiederbelebt. Okay, dann ähm, machst du mit dem Heiler natürlich auch nichts verkehrt. Ne? Ihn hilfst du wieder auf die Beine und dem, der wiederbelebt worden ist, der ist dann, keine Ahnung, bei über 50% an Leben schon wieder. Ähm, gute Sache. Musst du aber mit dem Heiler kombinieren, anders äh, wird das sehr, sehr schwierig. Oder mit deinem heilenden Drachen. Aber da ist halt Timing alles, ja. Ähm, sonst aber nicht schlecht, muss man sagen. Äh, ist jetzt mal was ganz anderes, was wir bisher hatten. Äh, Sigil, ja, Speedleader hat schon gewonnen, ja, ist schon geil. Dadurch, dass sie Speed hat. Ähm, überall auch noch, also, was willst du mehr? Entferne deinen negativen Status von allen Verbündeten, Stell dann bei allen anderen Verbündeten 20% des Manas wieder her. Okay. Ihre Spezialfähigkeit wird zweimal verwendet, wenn ihre Lebenspunkte unter, 20, unter 30% liegen. Nutzt ihre Spezialfähigkeit immer, wenn sie von vier oder mehr negativen Statuseffekten betroffen ist. Okay, also. Je mehr sie auf den Arsch gekriegt hat ungefähr, desto, ähm, desto besser wird sie oder desto öfter macht sie ihre Spezialfähigkeit. Ähm, ja. Eigentlich willst du ja vermeiden, dass einer so viel abkriegt, ja. Aber wenn es dann wirklich so weit kommt, profitiert sie davon. Ähm, das mit dem Mana ist nicht schlecht. Ich würde hier aber auch dann tatsächlich Defensive und Heilung machen, ja, weil ähm, es passiert nichts Offensives, es ist eher was Defensives mit den ganzen Statuseffekten und Mana. Also sollte sie, sollte sie am Leben bleiben. Jaspur. Genauigkeit, Lieder überall um 35%. Okay. Gesteinsflut. Fügt allen feinen Schaden basierend auf den Lebenspunktewert zu. Also, skillen wir auf Lebenspunkte. 50% Chance, Verteidigung verringern zuzufügen. Und 50% Chance, für drei Züge Tempo verringern zuzufügen. Okay. Also, da ähm, er ja, auf alle geht, ist das natürlich schon enorm. Ja, alle Verteidigung verringern, alle Tempo verringern. Wenn du dann in Kombination noch einen hast, der Tempo erhöht, oder vielleicht, wie wir gerade hatten hier ähm, Victoria, die 17% äh, Speed Leader über alles, ähm, dann sind deine natürlich dauerhaft dran, wenn seine 50% dann hinhauen, ja, also nicht dauerhaft dran, das hört sich so übertrieben an, aber öfter dran. Ja. Natürlich eine schöne Sache, Tempo beim Gegner verringern, dein eigenes erhöhen, ähm, kann sehr stark zum Erfolg führen. Er hält 15, äh, 15 Mana, wenn er kritischen Schaden erleidet. Oh, das ist das ist gut. Ja, je mehr Mana, desto eher kann er wieder auslösen. Und Genauigkeit wird für jeden lebenden Helden um 10% erhöht. Ja. Ja. Ja, ich mag eher das mit dem Mana. Das ist äh, in meinen Augen cooler, aber ähm, nicht schlecht. Kommt halt auch wieder auf die Kombination an, ja. Aber legendärer Held ist in erster Linie meistens immer gut, ja. Also ich habe selten legendäre Helden gesehen oder ganz äh, hohe Helden, ganz starke Helden, die irgendwie scheiße sind. Ähm, die haben immer irgendwie was ganz Gutes. Oh ja, hier, da. Siehst du schon? Speedleader, aber in Klüften, ja. Ähm, also eher ein bisschen was Spezielles. Ich würde eher jemanden vorziehen, der Speedleader über alles definitiv natürlich zuerst, ja, aber ähm, auch in gildenbezogenen Kämpfen. Der ja, Klüfte ist ähm, ja für mich eher so zweitrangig, bis drittrangig sogar. Ähm, Heiliger Gral stellt bei allen Verbündeten 22% Leben wieder her, gewährt für zwei Züge Tempo erhöhen, entfernt einen zufälligen negativen Status. Okay, also auch wieder Supporter äh, auf. Ähm, Defensive wieder skillen auf Lebenspunkte, damit sie lange überlebt. Strenger Blick der Königin. Sie stellt bei allen Verbündeten 4% der Lebenspunkte wieder her, wenn sie zum ersten Mal in einem Zug Schaden durch eine Spezialfähigkeit erleidet. Entfernt einen zufälligen positiven Statuseffekt von einem Feind, wenn sie Schaden mit Edelsteinen zufügt. Edelsteine wahrscheinlich wieder die Teile, ne? Auf dem Board. Hm. Ja. Starker Supporter, ja. Speed ähm, 112. Was hatten die anderen zum Vergleich? Okay, sie ist also schon sehr schnell im Vergleich zu den anderen. Mit dem Speed noch. In den Hüften leider nur, ja. Aber auch eher Unterstützer da, Supporter, ja. Ähm, Heilung und so weiter. Gute Sache, will man, dass sie am Leben bleibt. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube. Von den Legendären finde ich die beiden hier, Leopold und Alexander, eigentlich am besten. Ja, er als Defensivmonster und ähm, er, der Helden wiederbringt. Meiner Meinung nach ähm, schon sehr gut. Und ähm, ja, er ist, er ist auch nicht schlecht wegen dem Tempo verringern. Aber ähm, kommt natürlich, ist alles situationsbedingt. Ja, also man muss dann wirklich genau... Kombination haben, wenn man jetzt ähm, sie als Heilerin ähm, dann vielleicht noch schneller macht mit zum Beispiel hier Victoria, wenn man dann in der Arena kämpft, ist natürlich auch wieder nur speziell Arena, ne? wenn wir jetzt hier sie nehmen, ähm, Speedleader überall, muss ich mich korrigieren, ja, würde ich sogar Soliana sogar ein bisschen wieder vor Victoria nehmen, weil sie überall einsetzbar ist, ja? wenn du jetzt Soliana hast mit äh, Guinevere hier zusammen. Ähm, erhöhst nochmal ein bisschen das Speed, äh, den Speed, dann ähm, hält sie mehr 22%, das ist auch viel, ja, über ein Fünftel. Ähm, zusätzlich macht sie auch noch Tempo erhöhen, also dann kommt sie immer öfter dran und heilt dich immer wieder. Und je länger du überlebst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du irgendwann deinen Gegner zermürbst und dann gewinnst äh, du das, ja. Ähm, also, jeder hält, also das möchte ich auch mal sagen. Auch wenn ich sage, gefällt mir jetzt nicht so. Jeder hält es natürlich auf seine Art und Weise gut. Ja, man muss halt, man kann auch jetzt einen Helden, wenn ich jetzt sage hier, keine Ahnung, ähm, äh, sie fand ich, glaube ich, nicht gut. Ne, warte, das war? Tempo verringern, auch Tempo verringern. Chloe, oh, genau, Chloe war das, die ich jetzt nicht so gut fand ähm, oder von äh, im Verhältnis zu den anderen. Wenn du jetzt aber die richtige Kombination mit ihr findest. Dann kann sie auch gut sein, ja. Ähm, da ich den Helden aber jetzt auch ehrlich gesagt auch nicht habe ähm, und noch nicht mit dem gespielt habe, kann ich natürlich jetzt auch. Es ist immer so ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ähm, ja, das sind so meine Einschätzungen von dem, was ich lese. Ähm, wie gesagt, in Kombination mit anderen Helden und sowas können die natürlich auch ganz gut sein. Ähm, aber ich würde da auf Chloe jetzt zum Beispiel nicht mein Augenmerk legen. Ja, dann lieber auf jemand anderen hier. Oder, ähm, weiß nicht, vielleicht sogar Chloe dafür nutzen, ähm, einen von den anderen dann auf 5 äh, Sterne zu bringen zum Beispiel. Muss man alles dann gucken. Kommt auch darauf an, wie viele Helden man hat, was man für Helden hat. Äh, kann man sich das leisten, einen epischen Helden ähm, zum Aufleveln eines anderen zu nutzen und so weiter und so fort, ja. Das sind alles individuelle Sachen, aber ich denke, so hast du jetzt ungefähr einen, einen kleinen Leitfaden, welchen ich gut finde von den Helden. Ähm, welcher für mich aus der Kategorie dann der schlechteste ist oder ein schlechterer, ne? Nicht der schlechteste, hört sich wieder so blöd an. Ähm, und worauf ich halt wieder mein Augenmerk lege bei den Helden, auch wenn ich persönlich selber level. Gut, in dem Sinne sind wir mit dem Imperium durch. Ähm,. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die eisernen Stämme. Da haben wir 31, das sind 57 Helden. Wow. Wir haben gerade für 35 Helden, haben wir jetzt 41 Minuten gebraucht. Bei 57 Helden muss ich das kürzer machen. <laughs> das muss ich definitiv kürzer machen. Ähm, ja, wir werden sehen. Wie lange das Video dann geht. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an die Videobeschreibung und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also gut, ciao.